Hallo, mein Name ist Karina Hornung. Ich bin vom Beruf Diplompsychologin und Kunsttherapeutin und habe schon einige Seminare für die Saarländische Krebsgesellschaft gemacht im Bereich Kunst und Kreativität und Kunsttherapie. Und das wollen wir heute ein bisschen erweitern für die, die noch nicht hier waren oder auch für die, die vielleicht lieber zu Hause malen möchten oder auch gerade malen müssen. Und es geht darum, weniger um Kunst oder Kunst zu machen, sondern um die Kreativität und einfach loszulegen und auszuprobieren und Neues auszuprobieren vor allem. Ich habe mir dazu eine einfache Übung ausgedacht, die werde ich vorstellen und werde dann auch so ein paar Tipps geben, wie man die eigentlich umsetzen kann. Und einige werden jetzt vielleicht denken, was ist denn das? Weil das Thema ist heute Mandala. Und ich weiß, Mandala, das ist so ein bisschen ambivalent besetzt. Manche finden das ganz toll, weil die gerne ausmalen und so ganz exakt sind. Und andere haben aber schon Erfahrungen mit Mandala gemacht. Manche in der Schule, einige auch in den Kliniken wird das manchmal angeboten und denken dann, oh nee, Mandala, so nicht über die Linie malen und immer ganz exakt und ist dann nicht kreativ und doof. Aber ich finde, Mandala kann man auch wirklich anders sehen und vor allem, wir machen heute kein fertiges Mandala, sondern wir machen ein eigenes Mandala und das kann ganz individuell gestaltet werden, also ganz nach eigenen Vorlieben und Themen, die einen beschäftigen. Ich habe mal recherchiert, was ist denn eigentlich ein Mandala? Und Mandalas gibt es schon ganz, ganz lange. Die kommen tatsächlich aus dem Hinduismus und dem Buddhismus. Und das sind ritualisierte Gestalten, also mit so ein bisschen spirituellen Hintergrund, die immer von einem Mittelpunkt aus gestaltet werden und immer in einer Kreisform, die sich um diese Mitte dreht. Das finde ich ganz interessant, weil das ist ja was wir häufig nicht so gut finden, unsere eigene Mitte. Und eine Gestaltung, die darauf so Bezug nimmt, das finde ich ganz spannend. Und wichtig ist, es ist eine Gestaltung, die wir im Hier und Jetzt machen, wo wir den Kopf auch ein bisschen abschalten können. Also man kann Mandala ganz unterschiedlich gestalten, rein mit Farbe, rein mit Form und Mustern oder auch symbolisch. Und unser Thema ist genauer gesagt ein Mandala, was Ressourcen enthält, was Freude enthält, was vielleicht Träume enthält, alles, was ich gerne machen möchte, alles, was mir wichtig ist. Und eine Gestaltung im Positiven. Also darauf kommt es heute an, gerade wenn wir über Ressourcen sprechen. Das ist immer was mir Kraft gibt, was mir hilft, was mich voranbringt, auch in Zeiten, die vielleicht nicht so gut sind. Ich würde gerne darum bitten, dass wir einfach ein bisschen verlangsamt einsteigen. Ich lade einfach mal dazu ein, das jetzt mitzumachen. Ich spüre mal, wie ich gerade hier bin, wie es mir gerade geht, wie ich gerade sitze. Wie ist mein Kontakt zu meinem Stuhl oder auch der Kontakt meiner Füße zur Erde? Und ich versuche das wahrzunehmen, ohne das zu werten. Also ohne zu sagen, es ist unbequem oder ich bin angespannt, sondern ich nehme das einfach wertfrei wahr. Es ist, wie es ist und das ist in Ordnung so. Und ich versuche, über die Atmung ruhiger zu werden. So mit jedem Atemzug etwas tiefer und langsamer zu atmen. Und wenn ich mich konzentriere, merke ich auch, dass ich den Atem immer tiefer in meinen Körper fließen lassen kann. Also über den Bauchraum, in den Beckenbereich. Vielleicht gelingt es mir sogar, den Atem bis in die kleine Zehe fließen zu lassen. Und ich kann mit jedem Atemzug ein wenig Anspannung mit nach außen geben. Versuchen, zunehmend zu entspannen. Das könnt ihr einfach so lange machen, wie es für euch gut ist. Und dann überlege ich für mich oder ich spüre vielleicht viel mehr, was mag ich, was tut mir gut, was sind Träume, die ich habe, was mache ich einfach gerne. Und auch, welche Farben gefallen mir, welche Farben sind für mich lebendig, füllen mich aus, welche Formen mag ich gerne, sind das Kreise, sind das Spiralen, sind das eckige, kantige Formen, was gefällt mir. Und wer das möchte, kann sich auch eine kleine Liste schreiben mit den Themen. Also ich esse gerne Eis, ich mag total gern Dänemark, ich mag meine Haustiere gerne, ich treffe gerne Menschen. Das sind so Sachen, die mir gefallen. Und Farben, das ist lila, das ist rosa. Ich mag total gern Magenta mit Grün, das ist eine Kombi, die finde ich ganz toll. Und ich mag gern so organische Formen. Und mit all diesen Inhalten gestalten wir unser Mandala.
Ich habe zwei ganz unterschiedliche Gestaltungsformen mal ausgesucht. Die zeige ich euch auch zuerst. Also das eine ist für mich so ein Ressourcen-Freude-Mandala. Und da seht ihr auch schon die Sachen, die ich gerne mag. Also Dänemark mag ich gern. Ich gehe gerne Eis essen. Ich drehe es jetzt mal. Ich mag das Meer, den Strand. Ich mag gerne, wenn man malt, mein Atelier. Ich mag gerne Tiere. Und ich mag gerne solche Farben. Und das habe ich mir überlegt, das passt alles in mein Mandala. Und das kann man ganz einfach machen. Ihr nehmt irgendwas Rundes, einen Topfdeckel zum Beispiel. Wer ehrgeizig ist, nimmt eine große Schüssel, wie ihr möchtet. Und das legen wir aufs Papier und umranden das. Und man kann mit allen Materialien arbeiten, die man zur Hand hat. Also man kann das mit Filzstift machen, man kann es mit Holzstift machen, mit Holzbuntstiften, mit Wachskreiden. Man kann auch mit Pinsel und Farbe arbeiten. Also ans Material muss man da gar keine großen Ansprüche stellen. Ich umrande das jetzt. Genau, ist jetzt nicht ganz exakt, aber das ist nicht wichtig. Und man kann das Mandala in Segmente unterteilen. Also wenn ich sage, ich habe mehrere Themen, die ich abbilden will. Ich mache meinen Mittelpunkt und dann mache ich einfach so Teile. Die kann ich groß machen oder klein. Das kommt darauf an, wie viele Themen, Inhalte ich habe. Ne? Man muss aber auch nicht so eine gerade Linie machen. Ihr könnt auch hier schon anfangen mit der Gestaltung. Das soll eigentlich ganz leicht und spielerisch sein. Und dann gibt es hier Leute, die sind immer ganz exakt, die dürfen auch mit dem Lineal arbeiten. Das ist gar kein Problem. Jetzt mache ich mal eine Zackenlinie, die kann ich tatsächlich auch mit dem Lineal besser. Obwohl ich eigentlich nie mit dem Lineal arbeite. Mache ich das jetzt mal. Jetzt schwierig, weil ich muss ja in der Mitte rauskommen, aber das klappt. So. Und dann kann ich auch die Segmente nochmal in kleinere Segmente unterteilen, also die Kuchenstücke sozusagen nochmal verkleinern. Das wäre jetzt mein Aufbau. Ne? Das ist ganz einfach, ich halte es mal hoch. Es ist auch nicht übermäßig exakt, aber darum kommt es ja auch jetzt nicht an. Und das würde ich jetzt einfach mal mit Filzstiften gestalten. Und da kann ich überlegen, ob ich da noch mal Muster reinmache oder auch Flächen gestalte. Also alles, was einem da einfällt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mag so gerne Eis. Ups, da würde ich jetzt einfach auch mal noch eine Eiswaffel vielleicht reinmalen. Im Kopf mache ich die jetzt mal sehen, ob das klappt. Stracciatella, Pistazie und Nuss würde ich dann entsprechend mit den Farben ausmalen. Also ich denke, so vom Prinzip ist das klar. Ich zeige es jetzt einfach nochmal so vom Ansatz. Und ihr könnt euch vorstellen, das kann man wirklich ganz ausarbeiten. Also so klein, feinteilig, wie man das möchte. Man kann auch nur mit Farben arbeiten, ohne Muster oder auch nur mit Mustern. Ne? Also das ist ganz frei, wie es einem gut tut. Das wäre die erste Variation. Und die zweite ist ein bisschen freier. Da hatte ich ein altes Bild von mir genommen. Das war einfach eine farbige Pappe. Ich habe das hier auf so Pappe gemalt. Man muss nicht immer Papier nehmen. Und habe dann mit einem schwarzen Filzstift einfach eine Spirale drauf gemalt. Spiralen sind ja so Symbole eigentlich für das Leben. Das kennt ihr vielleicht. Es gibt auch viele Künstler, die mit Spiralen gearbeitet haben. Ich habe hier mal einen, den Herr Hundertwasser. Das ist fast wie Mandala. Der hat ganz viel mit den Spiralen gearbeitet. Ich zeige das mal gerade. Hier. Und weil er sagt, so Spirale ist die Form des Lebens. Das Farnblatt ist in der Spirale gewölbt, das Schneckenhaus ist in einer Spirale gewölbt, das Baby im Mutterleib liegt fast wie in einer Spirale. Das ist so eine Urform und die passt auch gut fürs Mandala. Genau, und dann habe ich diese schwarze Spirale gemalt und dann habe ich einfach angefangen auszuschmücken. Ne? Kleine Punkte, kleine Schlangenlinien, kleine Dreiecke, alles was mir eingefallen ist und das dann nochmal farbig unterlegt. Es ist eine fast meditative Aufgabe und man kriegt wirklich so ein bisschen den Kopf frei, habe ich das Gefühl. Also mir macht das einfach Spaß und
ich lade euch ein, das auszuprobieren. Vielleicht findet ihr das auch eine gute Sache. Und ich bin mal gespannt, ob es Rückmeldungen gibt. Und einfach loslegen und probieren. Und ja, viel Spaß.